Er ist wieder da. 4 Monate nach seiner schlimmen Knieverletzung, die er sich im Training zugezogen hatte, trainierte Johannes Flum am Dienstagnachmittag das erste Mal wieder auf dem gleichen Rasen wie seine Teamkollegen. Klar, richtig fit ist der 28-jährige Eintracht-Spieler noch nicht, aber er ist guter Dinge, dass das nicht mehr lange dauern wird. Insgesamt muss man schon sagen, für die Schwere der Verletzung bin ich jetzt schnell zurückgekommen. Aber man darf einfach nicht vergessen, das sah damals brutal aus. Es war auch schlimm. Aber es war in Anführungsstrichen ja nur ein Knochenbruch und ein Knochen, der wächst zusammen, und das war bei mir auch so, und deswegen bin ich jetzt voller Tatendrang. Dass Johannes Flum sich auf dem Wege der Besserung befindet, ist schön, doch von seiner Mannschaft kann man das nicht so richtig behaupten. Ob die Adlerträger selbst noch daran glauben, dass sie den Klassenerhalt schaffen, wissen nur sie alleine. Die Frankfurter Fans sind allerdings größtenteils noch optimistisch. Die spielen noch gegen Bremen. Dann müssen die auf jeden Fall gewinnen und Darmstadt, und wenn die anderen dann patzen, dann, ich glaube, da geht auf jeden Fall noch was. Also ich habe die Hoffnung nicht ganz aufgeben. Ich bin ein riesen Eintracht-Fan schon von klein auf, und ich bin immer irgendwie gefestigt, dass sie auf jeden Fall es schaffen werden. Aber ich sag mal so, solange noch alles möglich ist, habe ich noch die Hoffnung, und wenn wir jetzt gegen Mainz punkten, dann denke ich, ist noch alles möglich. 4 Punkte muss die Eintracht noch erreichen, um auf den rettenden Tabellenplatz zu klettern. Doch mit den Punkten tun sich die Frankfurter schwer. Um die letzten 4 Punkte zu holen, brauchte die Eintracht ganze 12 Spiele. Jetzt bleiben ihnen aber nur noch 4 Spieltage. Die Jungs, die geben nicht auf. Die wissen, ja, wie es um uns steht, aber auch, was noch zu holen ist. Und deswegen kann ich sagen, dass bei uns auf jeden Fall Hoffnung da ist, und wir glauben an uns, und das ist das Allerwichtigste. Nur ein Sieg in den letzten 12 Spielen. Die große Hoffnung ist und bleibt, dass Alex Meyer doch noch vor Saisonende zurück auf das Fußballfeld kommt. Denn obwohl der Stürmer in dieser Saison nur 19 Spiele bestreiten konnte, ist er mit 12 Treffern mit Abstand der beste Torschütze der Eintracht. Klar, jeder ruft nach dem Alex. Im Training am Dienstagnachmittag war von dem 1,96-Meter-Mann noch nichts zu sehen. Daher ist es eher unwahrscheinlich, dass er bereits am kommenden Sonntag gegen Mainz auf dem Platz stehen wird. Ja, ich glaube, da geht noch mal was, wenn er wieder fit ist. Er ist halt der Fußballgott. Ich glaube, er würde die notwendige Motivation noch, die 100%ige Motivation noch mit ins Spiel bringen. Was genau passieren muss, dass die Eintracht die rettenden 4 Punkte holt, ist eigentlich ganz einfach. Gas geben, mit Herz dabei sein. Einfach Tore schießen. Ja, der Glaube an sich selbst ist ganz wichtig. Alles, also mehr schwitzen wie die anderen. Einfach Power, Power, Power.